Und deswegen ist dann auch alles spiegelverkehrt. Und wenn man dann diesen Abyss, was hier mit dem Lineal, also mit dem Maßstab angedeutet ist, erreicht, kommt es halt wie zu so einer plötzlichen Vertauschung des Ganzen. Dann bleibt, dann kann ich ja auch gleich jemand die Loge aufnehmen und sagen, okay, jetzt geh wieder nach Hause und arbeite an dir selbst. Ende der Durchsage. Ich würde schon grundsätzlich sagen, geht es darum, den Menschen, wie er eben in die Materie geworfen ist, aus dieser Materie wieder zu befreien und immer mehr in Richtung die höheren Sphären zu bringen. Lieber Janosch, schön dich wiederzusehen in einer neuen Runde zum Thema kabbalistischer Baum des Lebens. Heute kommt erstmal ein kleiner Exkurs. Und zwar kabbalistischer Lebensbaum in Bezug zur freimaurischen Arbeitstafel. Also das ist jetzt ein Video, was doch eher wieder für Freimaurer vielleicht interessant ist, aber auch Leute, die sich dafür interessieren. Herzlich willkommen. Grüß dich, ja, freut mich wieder hier zu sein. Und vielleicht als Relativierung der Ausdrucksweise, dass es so eine Art Exkurs ist. Ja, es schweift ein bisschen jetzt vom Hauptthema ab, aber es ist auch gewissermaßen der Übergang zum eher praktischen, also von der Theorie mehr in die Praxis. Denn es geht ja gerade in der Freimaurerei um das praktische Arbeiten an sich selbst. Und warum nutzt man da dann dieses Schema oder warum scheint dieses Schema dort auch Anwendung zu finden? Da wollen wir mal ein bisschen reinschauen. Da wollen wir mal ein bisschen reinschauen. Und ich möchte gleich mit einer kleinen Provokation beginnen. Provokation vielleicht eher für die Brüder Freimaurer in erster Linie von AF und AM. Das ist ja die Großloge, in der ich sozusagen über 30 Jahre aktiv war. Also nicht der Großloge, sondern in einer Loge, die zu dieser Lehrart gehört. So muss man es korrekterweise sagen. Und da ist mir eins aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass der Bezug zum Lebensbaum nirgends, wirklich nirgends explizit aufgezeigt wird. Obwohl er ja, wenn man mal genauer hinguckt, in jedem Fall deutlich erkennbar ist und nicht zu leugnen ist. Und das ist, wie ich meine, ein bisschen was Symptomatisches. Wie sage ich es jetzt, ohne mir gleich wieder neue Gerichtsklagen an den Hals zu ziehen und Abmahnungen? Also ich bin auch, glaube ich, nicht der Einzige, der der Meinung ist, dass bei AFAM eine unglaubliche Beliebigkeit Einzug gehalten hat. Man deutet die gerne so als eine Form von individueller Freiheit, aber das ist es ja eigentlich nicht, sondern es ist am Ende unterm Strich Beliebigkeit und das Wissen geht immer weiter verloren und es mündet alles nur in eine Art Laienspieltheater von Leuten, die gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. So, jetzt habe ich es mal ganz böse ausgesprochen. Ich will da aber auch gern mal noch einen Beleg dazu bringen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, mir ist da nämlich jetzt was über den Weg gelaufen und zwar in der letzten Ausgabe der Humanität. Für alle, die das nicht wissen, das ist sozusagen die Hauszeitung von AF und AM. Die bekommt man automatisch zugesendet, wenn man dort aktives Mitglied ist. Man kann die Zeitung allerdings auch abonnieren als Nicht-Freimaurer. Insofern ist das, was ich jetzt hier vorlese, also ganz normal auch der Öffentlichkeit zugänglich, ja, für jeden, der das gerne nachsehen will. Und da findet sich eine Glosse. Ich nenne das mal Glosse. Ein ganz kurzer Text von Bruder Carlos Urban, das rechte Maß an Erkenntnis heißt er. Anmerkung von mir. Bruder Carlos Urban kenne ich auch seit vielen Jahren. Wir haben jetzt nicht jeden Tag Kontakt und so weiter, aber ich habe ihn also durchaus schon kennengelernt in früheren Zeiten auch. Und es ist tatsächlich auch jemand, der sehr lange dabei ist, der auch viel für die Freimaurerei getan hat und ja, in gewisser Weise auch so ein Urgestein der Freimaurerei ist. Also es ist schon ein Bruder, der nicht erst gerade gestern dazugekommen ist. So, und jetzt kurz zu diesem Text. Ich lese mal vor. Das rechte Maß an Erkenntnis von Bruder Carlos Urban. Die Aufgabe des neu aufgenommenen Bruders, des Lehrlings, ist es, die
Ecken der Unvollkommenheit von seinem unbehauenen, rauen Stein abzuschlagen und ihn zu einem behauenen Stein zu machen. Eine schöne Metapher für Selbsterkenntnis und Selbstverbesserung. Das symbolische Werkzeug dafür ist der Hammer, genauer der Spitzhammer. Im Grundsatz eine klare, aber nicht ganz einfache Aufgabe. Manchmal gefällt dem Lehrling gar nicht, was er da erkennt. Oder Ungeduld leitet das Vorgehen. Dann wird schon mal der Mottek statt des filigranen Spitzhammers geholt. So, kurze Unterbrechung. Bis dahin kann man den Text voll und ganz erstmal grundsätzlich unterschreiben. Da gibt es absolut nichts dagegen einzuwenden, aus meiner Sicht. Jetzt kommt aber der Hammer sozusagen. Der Hammer, wieder Wortspiel. Oder vermeintlich kenntnisreiche Meister steuern höchst komplizierte, esoterisch, mystisch, spirituell, kabbalistisch, philosophisch oder religiös eingefärbte, erfundene Baupläne bei, die anmuten wie eine aus dem Chinesischen über das Finnische ins Deutsche übersetzte Aufbauanleitung einer IKEA-Küche, bei deren Material auch noch ein paar Schrauben locker sind. So, an dem Satz hat Bruder Carlos Urban wahrscheinlich sehr lange rumgebaut. Okay, ich lese erstmal zu Ende. So oder so, das Ergebnis ist ein Trümmerfeld und niemand will aufräumen oder es gewesen sein. Lasst den jungen Bruder in Ruhe. Das Symbol des sich selbst Erkennens und Einfügens ist eindeutig. Den Weg dazu muss er selbst finden, mit Augenmaß und Geduld. So, was stört mich an diesem Text? Der besagte lange Satz stört mich natürlich, weil hier wird ja eigentlich unfreiwillig, kann man sagen, Beliebigkeit propagiert. Also es wird ja alles aufgezählt, was, wie ich meine, wichtig für den Lehrling ist. Er soll sich mit spirituellen Dingen beschäftigen, er soll sich mit religiösen Dingen beschäftigen. Die ganzen freimaurischen Rituale sind religiös konnotiert in ihrer gesamten Symbolik, Tempelbau, Salomo und so weiter. Er soll sich aber auch natürlich mit philosophischen Fragen auseinandersetzen, bis hin eben auch zu Kabbalistik, was hier auch mit aufgezählt wird. Und das wird irgendwie alles in einem Abwasch komplett madisch gemacht und lächerlich eigentlich auch gemacht. Mit so einer lächerlichen Geste wird das hier vom Tisch gewischt. Ja, so IKEA-Küche, wo Schrauben locker sind. Man kann das natürlich privat so sehen, ja. Wenn Bruder Carlos Urban von Kabbala nichts hält, ist es ja okay. Aber was bleibt jetzt bitteschön noch übrig, wenn das alles, was hier aufgezählt wird, wegbleiben soll? Dann kann ich ja auch gleich jemand die Loge aufnehmen und sagen, okay, jetzt geh wieder nach Hause und arbeite an dir selbst. Ende der Durchsage. Oder was? Wie verstehst du das? Liege ich ja falsch? Ist meine Ja, Rolle falsch? ich verstehe schon deine Skepsis. Also, wenn man es sehr wohlwollend interpretiert, könnte man natürlich sagen, er verwirft nur die wirklich falschen religiösen, kabbalistischen, mystischen, philosophischen Pseudo-Erklärungen, so. Die mag es auch geben und die sollte man vielleicht dann auch wirklich kritisch sehen. Aber so wie er es formuliert, gebe ich dir 100% recht. Das klingt so, als ob er alles Mystische, alles Religiöse, alles Kabbalistische und so weiter einfach grundsätzlich nicht in der Freimaurerei haben will. Und dann bleibt halt, wie du sagst, eigentlich nur noch übrig, arbeite an dir selbst, mach das so, wie auch immer du denkst. Und er scheint ja dann wirklich nur noch als Symbol mehr oder weniger den rauen Stein, den kubischen Stein und vielleicht noch den Hammer zu akzeptieren, aber alles andere, so, das ist dann alles Beiwerk und kompliziert und haben die Leute eh nicht richtig verstanden, weiß eh keiner mehr, was es damit auf sich hat. Ja, traurig, falls teilweise das sogar stimmt, was er da unterstellt, aber grundsätzlich das alles erstmal abzulehnen, halte ich natürlich auch nicht für besonders gesund. Ein bisschen kann ich noch was abgewinnen, dem letzten Teil, wo er das mit der Übersetzung sagt, also wo er sagt, wie ein aus dem Chinesischen übers Finnische ins Deutsche übersetzter IKEA-Anleitung. Okay, die IKEA-Anleitung ist wieder ein bisschen polemisch einfach nur, aber dieses stille Postprinzip mag tatsächlich ein Kritikpunkt sein. Also gerade so was die Kabbala-Einflüsse angeht, die sind eben vermittelt insbesondere über Räuschlin, diese sogenannte christliche Kabbala.
teilweise dann von Leuten noch weiterentwickelt, die noch nicht mal mehr richtig Hebräisch konnten, schon gar nicht wirklich den Hintergrund der jüdischen Überlieferung hatten. Und in dem Sinne könnte ich diesem letzten Teil noch was abgewinnen, dass er da schon einen wunden Punkt trifft. Aber für mich trotzdem kein Grund ist, dann alles zu verwerfen und gar nichts davon wissen zu wollen, sondern eher ein Aufruf, selber reinzuschauen und zu gucken, was ist noch da an wirklichem Kerngehalt des kabbalistischen Gedankenguts und wo ist vielleicht was auch einfach nur noch so verwischt, dass man es nicht mehr wirklich in diesem kabbalistischen Sinne deuten kann. Aber das wollen wir uns ja gleich ein bisschen anschauen. Und Bloß nochmal vielleicht zur Ergänzung dessen, was du gesagt hast. Also ich habe letztens gerade mit einem Bruder telefoniert, der war bei einem Seminar, wo es um Kabbala oder sowas ging. Also ähnlich wie das, was wir jetzt auch besprechen wollen. Und der sagte mir dann eben, ja, da war ein Bruder dabei, der war seit 20 Jahren Freimaurer. Und der hat zum ersten Mal verstanden, dass der Arbeitsteppich der kabbalistische Lebensbaum eben ist, ne? Oder zumindest mit dem irgendwie korrespondiert. Und das ist doch traurig, sowas. Weißt du? Natürlich kann man nicht verlangen, dass jeder alles weiß. Niemand weiß alles, niemand kennt sich überall aus und so weiter. Ich würde von mir auch nach 30 Jahren definitiv nicht behaupten wollen, die Freimaurerei in vollem Umfang irgendwie verstanden zu haben. Ich habe Teile davon vielleicht verstanden. Manche Teile sind mir auch neu. Alles klar, gar keine Frage, gar keine Frage. Man bleibt immer Lehrling, man arbeitet immer weiter an sich und so weiter. Alles gut, alles schön. Aber das mit einem pauschalen Wisch sozusagen auch noch alles lächerlich zu machen, wie gesagt, ich bleibe da bei meiner Auffassung, was bleibt dann bitte schön übrig? Was will man denn dann dem Lehrling noch überhaupt ans Herz legen? Wenn wir sagen, achte aufs Strafgesetzbuch oder was, oder parke nicht mehr falsch, oder dazu brauchst du aber keine Loge. Ja, die Loge ist doch nun gerade mal einer der Orte, wo man diese weiterführenden Gedanken, Philosophie, Religion, Okkultismus, was auch immer, einfach auch mal mit anderen besprechen kann und dazulernen kann. Ja? Okay. Wollen wir es dabei belassen für diese Geschichte? Jetzt muss ich aber noch eine zweite Sache auch noch loswerden. Weniger in deine Richtung, mehr in die Richtung der Zuschauer. Es gibt in der Freimaurerei natürlich das sogenannte Geheimnis. Beziehungsweise, genauer gesagt, gibt es die Aufforderung, Geheimnisse nicht zu verraten. Wer die verrät, kann ganz schnell mal ausgeschlossen werden. Wobei die Frage ist, was ist denn das eigentliche Geheimnis? Und da ist auch wieder bei AFAM, kann man das nachlesen, vermute in anderen Lehrarten auch, gibt es also direkt eine Definition, was hier unter Verschwiegenheit fällt. In der freimaurerischen Ordnung gibt es einen Absatz, der heißt die Verschwiegenheit des Freimaurers. Und da wird ganz klar gesagt, was gemeint ist, nämlich alle die Dinge, die die Inhalte von Ritualen betreffen. Also Zeichen, Worte, Griffe, aber auch die Anordnung der Symbole im Tempel, nicht zuletzt die Arbeitstafel, über die wir jetzt auch reden, aber eben auch die Wechselreden, die Gespräche, die geführt werden und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir ja nun beide keine Geheimnisverräter und wollen es auch nicht sein. Wir nehmen unseren Eid ernst, obgleich wir wissen, man kann alles irgendwo finden. Aber wir werden sie hier jedenfalls im Video nicht in dem Sinne umsetzen, dass wir jetzt längere Passagen aus Ritualen zitieren oder ähnliches. Da sind wir uns ja einig. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie eine Lösung finden mit der Arbeitstafel, die ja eigentlich auch unter Geheimnis fällt. Ich würde aber sagen, eine gewisse Absolution kann man uns schon mal vorab erteilen, weil das, wovon wir jetzt reden, findet sich alles im Freimaurer-Wiki bildhaft dargestellt, wo es ja eine extra Seite gibt dafür und wo auch vom Bezug zum Lebensbaum die Rede ist. Ne? Und das Freimaurer-Wiki ist auch von Freimaurern gestaltet, ist also nicht irgendwie von Verschwörungstheoretikern über die Freimaurerei, sondern es ist, sagen wir mal, semi-offiziell eine Zu-Wort-Meldung der Freimaurerei. Insofern ist es also, sollte man alles, was dort zu finden ist, durchaus als öffentlichkeitstauglich betrachten können. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Der Traktat, von dem hier jetzt die Rede ist, heißt die Konstruktion der Arbeitstafeln, Floral-Arbeitstafeln,
Es gibt hier eine Einführung, es gibt mehrere Varianten bildhafte Darstellungen von verschiedenen Künstlern, aber auch aus den Lehrarten selbst. Es gibt von 3WK zum Beispiel, 3 Weltkugeln, die Arbeitstafeln. Es gibt von AFAM die Arbeitstafel und so weiter und noch viele andere. Und es gibt natürlich auch die klaren Bezüge zum kabbalistischen Lebensbau. Ja, also kann man sich hier alles angucken. Also insofern sind die Tafeln, von denen wir jetzt hier reden, nicht unbedingt die, wir sind ja nicht die, die das verraten im eigentlichen Sinne, ja. Ja. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, Das ist ja schon, ich sagen, ja, wollen wollen wir wir vom was Anfang vorlesen aus dem Traktat kurz, nur damit es nochmal schwarz auf weiß belegt ist, dass es hier vom Freimaurer-Wiki schon an. Ja, natürlich, klar. verkündet wird. Also da wird dann unter dem Abschnitt der kabbalistische Lebensbaum als Grundlage der Arbeitstafel erstmal grob gesagt, was die Kabbala überhaupt ist, neoplatonische Einflüsse und so weiter. Und dann sowas wie, diese Sichtweise entspricht auch der Philosophie des kabbalistischen Baumes, dass sie sich entfalten von Keter nach Malchut und das sich zurückziehen in die umgekehrte Richtung, die Rückreise zu Gott. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Also zumindest ist da ganz klar der Bezug festgestellt, dass also diese Bewegung der Schöpfungskräfte oder diese Dynamik, wie sich Gott eben in seinen Emanationen offenbart und daraus die Schöpfung zustande kommt, wird ganz eindeutig auf diese Arbeitstafel bezogen. Gut, was gibt es hier zu sehen? Erzähl mal. Also, es gibt wollen wir oben anfangen oder unten? Wie hättest du es gern? Wie möchtest du es aufteilen? Ja, also hier, ich weiß nicht, welche dann eingeblendet wird im Video, aber in dem, was hier in dem Traktat eingebaut ist, ist es halt nochmal unterteilt in verschiedene Ebenen. Hm. Und das kann man grob zumindest schon mal als Struktur anmerken, dass eben unten die Symbolik des Tempelbaus ist, also die Stufen, die Säulen, das Pflaster. Dann der mittlere Bereich sind die Werkzeuge, also die maurerischen Werkzeuge. Und der obere Teil sind dann so die Symbole der Transzendenz, wie es dann hier steht. Also so Sonne, Mond, Sterne, also die Himmelslichter quasi als Symbole. Aber auch das Pentagramm, was auch als flammender Stern dargestellt ist, dann findet man oben außerdem noch die Lemniskaten, also diese Schnur, die dort zu sehen ist, mit diesen Unendlichkeitsknoten drin. Das ist auch oberer Bereich. Die Enden reichen allerdings in den unteren Bereich rein. Also im Grunde genommen ist dieses Band oder dieses Seil sowas Verbindendes eigentlich der verschiedenen Ebenen. Ja, mein Lieber. Und dann gibt es natürlich Abwandlungen. Und da will ich dir auch nochmal hier kurz auf ein Buch oder zwei Bücher, die zusammengehören, verweisen. Und zwar sind es diese hier. Aus dem Bücherschrank geholt. Patterson Arbeitstafeln. Ja, eins und zwei. Die sind ursprünglich mal gewesen, jetzt muss mal kurz der Alistair hier runtergehen, also herausgegeben in 80er Jahren, Bayreuth 1982, durch die Forschungsgesellschaft Quatuor Coronati und sind keine im Buchhandel erhältlichen Bücher gewesen. Also hier steht dann auch Handschrift nur für Brüder Meister, die Mitglieder der Forschungsloge Quatuor Coronati sind. Und dann gibt es sogar eine laufende Nummer, also eine Buchnummer, entspricht ihrer Matrikelnummer, steht hier. So, ob das jetzt wirklich durchgezogen wurde mit der Nummerierung, weiß ich nicht. Aber es war zumindest zum damaligen Zeitpunkt sozusagen auch interne Literatur. Ja. Wenn man sich das jetzt anschaut, blättern wir hier kurz so ein bisschen durch. Ich blende aber dann auch nochmal groß ein paar Sachen ein. Also man hat hier unglaublich viele Abbildungen von allen möglichen Arbeitstafeln, ja, und noch anderen Bildern. Ja, ist ein Riesenfundus von Arbeitstafeln aus der ganzen Welt. Plus natürlich Erklärungen dazu. Das dickere Buch ist das mit den Erklärungen dann. Und ja, da kann man also sehr, sehr viel drinne herumschmökern. Ich habe
Ich habe jetzt mal zufällig aufgeschlagen, auch hier wieder viele Abbildungen. Man sieht hier aber auch zum Beispiel sowas wie die Kreuz, verschiedene Kreuzsymbolik, dann wieder einzeln auseinandergenommen. Und durch alle Kulturen hindurch sozusagen ein bisschen gegangen von allem was. Ja. So, und auch aus diesem Buch können wir uns ja mal ein paar Arbeitstafeln anschauen. Das Buch ist im Übrigen natürlich erhältlich. Antiquarisch allerdings leider sehr teuer. Zum Teil muss man 1000 Euro dafür bezahlen. Ich glaube, das Minimum für beide Bände zusammen, aber da muss man schon Glück haben, liegt irgendwo so bei 400 Euro. Ein Band ist, glaube ich, häufiger zu finden als der andere, weil die Auflage nicht so hoch war. Also manchmal findet man eben auch bloß den Einband und so weiter. Aber das nur jetzt für Leute, die auf Bücher sammeln stehen, bibliophile Zuschauer. Aber vielleicht, weil es halt ursprünglich ein internes Buch war, sollte man dazu sagen, wer noch in Betracht zieht, doch mal selber Freimaurer zu werden, der sollte vielleicht nicht zu ausführlich in sowas schmökern. Das könnte den Überraschungseffekt schmälern. Ja, okay, lassen wir mal so stehen. Und jetzt gehen wir mal direkt rein. Also, Genau, was vielleicht ist denn der? erstmal, warum wir diese Tafel genommen haben, weil ich der Meinung bin, oder ich glaube, da kann man sich einig sein, dass dort am deutlichsten diese Überschneidung mit der Anordnung des Sephiroth zu sehen ist. Also bei anderen Tafeln kann man es auch noch erahnen, aber hier ist es wirklich nahezu 1:1. Also man kann es fast übereinander legen und es stimmt genau von den Verhältnissen oder ziemlich genau. Deswegen, ja, schauen wir doch erstmal rein. Die Anordnung erstmal ganz grundsätzlich. Ich würde sagen, die oberste der 10, also Keter, wäre dieser lemniskatenförmige Knoten des Bandes, was sich da oben lang zieht. Also das Unendlichkeitszeichen. Vielleicht sage ich schon mal dazu, warum das auch passt, weil Keter eben auch mit dem sogenannten Ein Sof assoziiert ist. Ein Sof ist auch so ein Begriff aus der Kabbala oder aus der jüdischen Überlieferung. Das heißt wortwörtlich sowas wie das Unbegrenzte oder das ohne Ende. Es gibt kein Ende. Ein Sof heißt, es gibt kein Ende, also unbegrenzt. Und die Lemniskata als Symbol der Unendlichkeit passt da natürlich ganz gut zu. Dann haben wir Sonne und Mond als so eine Dualität darunter. Das wären dann Chochma und Bina. Auch das passt ganz gut, indem das eine, das auf der rechten Seite Chochma, das aktive Prinzip verkörpert und der Mond demgegenüber Bina, das passive. Also das ist jetzt, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, da jetzt noch in die kabbalistische Erklärung, warum das eine aktiv, das andere passiv ist. Da können wir ja vielleicht in einem anderen Teil nochmal drauf eingehen. Aber soweit passt es ziemlich gut, was die Symbole auf der Arbeitstafel angeht. Dann kommt eben dieser Maßstab, also den Stern, also das Pentagramm lasse ich jetzt erstmal kurz noch also erstmal raus, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Der Maßstab, der ist ziemlich klar, eben die Grenze von dieser oberen Triade zu allem, was dann da drunter kommt. Oder wie wir es in den ersten Teilen schon gesagt haben, oben eben diese obere Triade und unten die sieben Sphirot, die dann auch die 7 Tage der Schöpfung sind. Also der Maßstab ist wirklich eine sehr grundlegende Grenze nochmal innerhalb dieses Schemas, manchmal auch als Abyss, als Abgrund bezeichnet, weil es eben eine so große Kluft ist zwischen dem, was man noch in der Mythologie der 7 Tage Schöpfung beschreiben kann und dem, was dann jenseits dessen ist. Deswegen auch dann oben halt die Himmelslichter als Symbol der transzendenten Welt oder wie man es dann nennen will. Also etwas, was viel weniger greifbar ist als alles darunter. Dann haben wir da drunter, also diese Anordnung der 4 Symbole mit in der Mitte dem Winkelmaß und Zirkel. Also 5 Symbole. Und auch das finden wir eben in der Anordnung des Lebensbaumes mit den Sfirot Chesed, Gevurah, dann in der Mitte Tiferes und dann unten Netzach und Hod. Und dann als die 9. oder beziehungsweise 6. der unteren 7 hätte man dann Yesod und das heißt Fundament und auf diesem Teppich oder auf dieser Arbeitstafel hier haben wir auch das Fundament gewissermaßen des salomonischen Tempels angedeutet, zumindest hier mit diesen 3 Stufen, die das Portal andeuten, also oder man könnte auch sagen, der Boden, der Fußboden ist das Fundament, wobei genau genommen deckt er ja eigentlich das Fundament, also er ist das, was das Fundament verdeckt und das ist auch wieder so ein Wortspiel im Hebräischen, weil das Fundament Yesod kann man auch als er ist ein Geheimnis oder es ist ein Geheimnis übersetzen, weil das Wort Sod
heißt Geheimnis und Yesod, dieses J am Anfang ist immer die dritte Person Singular. Also könnte man sagen, er ist ein Geheimnis. Das Fundament von allem ist ein Geheimnis, deswegen ist es bedeckt, deswegen ist das Fundament nicht offen einsehbar, sondern ist eben wie hier mit dem musivischen Pflaster und dann den Stufen verdeckt. Aber auf der anderen Seite passt das musivische Pflaster auch einfach gut zu alleruntersten der zehn Sphirot, zu Malchus, weil das eben einfach die materielle Welt repräsentiert und dieses Pflaster eben durch seine Schwarz-Weiß-Kachelung, so diesen dualen Charakter aller gerade materiellen Wirklichkeit uns vor Augen führen könnte. Also insofern passen diese unteren beiden Symbole, die Treppenstufen und das Pflaster, sehr gut zu den unteren beiden Sphirot. Die oberen drei, die ich da jetzt genannt habe, dieser Knoten oben mit Sonne und Mond, passen auch sehr gut zu den oberen drei. Die Frage ist jetzt, was es mit diesen mittleren fünf, also den Werkzeugen auf der Tafel auf sich hat. Von der Anordnung haben wir auch schon gesagt, passt es wunderbar. Das Schema ist genau perfekt 1:1 erfüllt. Und in der Mitte haben wir also dieses auch berühmt-berüchtigte Symbol der Freimaurer überhaupt, Winkelmaß und Zirkel vereint zu einer Einheit. Deutet dann auch von der Form so ein bisschen das Hexagramm an, also quasi zwei Dreiecke, die ineinander gesteckt sind, eins von oben, eins von unten kommend und sich dann eben verbindet. Und da haben wir dann auch gewissermaßen den Kern dieser ganzen mittleren, ja, Abteilung des Lebensbaumes. Insbesondere, wenn man es dann so vor dem Hintergrund sich anschaut, wie in der ganzen westlichen okkulten Tradition dieser Lebensbaum als Modell benutzt wird, um auch die Schritte der Einweihung zu illustrieren. Also da ist dann gerade diese mittlere Abteilung eben die, wo dann von zum Beispiel bei Crowley, aber auch schon im Golden Dawn von dem heiligen Schutzengel die Rede ist. Und im Wesentlichen geht es bei dem Kontakt mit diesem heiligen Schutzengel ja darum, dass das Ego, also sagen wir mal das materielle Persönlichkeits-Ich mit dem höheren Selbst oder mit dem wahren Selbst in Verbindung zu bringen, in Austausch zu bringen und immer mehr verschmelzen zu lassen. Und im noch weiteren Sinne ist das dann auch dieses Verschmelzen des Mikrokosmos mit dem Makrokosmos, also des Menschen selber, der auf diesem Weg sich begibt, mit der gesamten Schöpfung. Diese Verschmelzung muss eigentlich stattfinden im Laufe dieser mittleren Abteilung, also in genau der Abteilung, wo hier diese Werkzeuge abgebildet sind. Und das Zentrale oder die beiden zentralen Werkzeuge sind dann eben Winkelmaß und Zirkel in dieser Anordnung, die für oben und unten werden zur Einheit stehen oder zumindest so gedeutet werden können. Und da wäre dann eben Tiferes als Zephira und auch die wird dann in diesen Ordenssystemen ziemlich eindeutig mit dem Beginn dieser mittleren Abteilung, also mit dem Beginn des Austauschs mit dem heiligen Schutzengel zusammengebracht. Also von diesen Werkzeugen ist für mich Winkelmaß und Zirkel auch wunderbar harmonisch einzuordnen in dieses Schema. Das Einzige, was dann für mich ein bisschen problematisch ist, ist die Anordnung der vier äußeren Werkzeuge. Das kann ich jetzt auch erstmal nur so stehen lassen. Wie gesagt, von den Positionen passt es wunderbar auf Chesed, Gvura, Netzach und Hod. Aber warum da jetzt bei Chesed die Winkelwaage ist, also die Waagerechte quasi, und warum die Senkrechte dann bei Gvura ist, das erschließt sich mir nicht. In dieser Form würde ich es genau umgekehrt zum Beispiel machen. Da würde er zu Chesed, dem ersten Schöpfungstag passen, der Einschlag von oben, also gerade eigentlich das Senkblei, was also nur die Verbindung von oben nach unten darstellt, weil eben dort erstmal etwas aus dem Nichts quasi in die Schöpfung tritt. Gott spricht, es werde Licht gegenüber dem Chaos, was bisher gewaltet hat. Und dann beginnt erst die Ordnung. Und dann auf der linken Seite am zweiten Schöpfungstag, Gewurah, da wird dann gesagt, kommt die Strenge der Gesetzlichkeit mit dazu. Also es musste zwar erstmal ein Durchbruch passieren an diesem ersten Schöpfungstag, ein Durchbruch aus Gnade, sagt man dann auch, jenseits aller Gesetzmäßigkeit, aber damit dann das Geschaffene auch weiter bestehen kann, also Beständigkeit hat, braucht es eine Gesetzmäßigkeit, nach der sich eben alles entwickelt. Und das ist dann eben diese zweite auf der linken Seite, die Gevura. Und da würde für mich dann viel besser die waagerechte Symbolik passen, weil da eben diese Kausalkette mit angedeutet wäre. Hier ist es jetzt aber auf der Tafel genau umgekehrt. Und was unten die untere Ebene angeht, also den Hammer links und rechts, diese Kelle, da würde ich es eigentlich ähnlich sehen. Das ist nicht ganz so offensichtlich für mich, aber auch da würde ich eher umdrehen und ja, den Hammer auf der rechten Seite sehen. Aber gut, das ist wirklich. Darf ich was dazu sagen? Natürlich. Vielen Dank erstmal für diese wirklich ausführliche Beschreibung. So, ich zeige jetzt trotzdem mal eine Seite in dem Buch.
Und jetzt ist das Interessante dabei, ich blende es dann nochmal richtig ein, das ist jetzt nur für uns. Hier sieht man, dass zwei Arbeitstafeln, die nebeneinander stehen, und da ist genau der Bereich, also die sind ja extrem ähnlich, oben sind sie sich sozusagen gleich, ne? Also Mond, Sonne, Pentagramm, Schrägstrich, flammender Stern, dann diese neun kleinen Sterne, die da sind, bis zu diesem 24-zölligen Maßstab, ist das oben identisch angeordnet. Darunter jetzt nun aber kommt diese Umkehrung. Ja, da ist es wirklich gespiegelt, bis hin sogar zu Winkel und Zirkel, wo man, also an dem Winkel sieht man das, der hat ja einen etwas längeren Schenkel und der zeigt eben einmal nach links und einmal nach rechts. Und das Senkblei und die Waage und die Hammer und Kelle sind auch genau gespiegelt. Ja, und jetzt sieht man das in der Schwarz-Weiß-Abbildung nicht gut. Die Säulen sind ja auch hier nicht bezeichnet. Aber ich sage einfach mal, die Säulen sind auch gespiegelt. Und das ist jetzt ein merkwürdiges Phänomen tatsächlich bei AF und AM. Denn die Anordnung der Säulen und der anderen Werkzeuge ist in den allermeisten Lehrarten eben genau nicht so, wie das auf der AF und AM-Tafel ist. Du hast da eine Erklärung dazu gebracht im Vorgespräch. Du denkst, es könnte womit zusammenhängen. Weißt du noch, worauf ich anspiele? Was du jetzt eben gesagt hast, bin ich mir nicht ganz sicher. Bei den deutschen Arbeitstafeln, soweit ich weiß, sind die schon, glaube ich, immer in dieser Zuordnung, oder? Aber bei den Amis und bei den Briten, da ist es öfter also vertauscht. Ja, also, Also bitte, ja. wie auch immer, also auf jeden Fall in der Bibel, wenn man jetzt einfach mal vom Biblischen ausgeht, da ist ja die ganze Symbolik des Tempelbaus Salomos entnommen. Da ist die Säule mit dem J am Anfang, die auf der rechten Seite und die mit B auf der linken Seite. Genau, und es Und ist das ja ist nicht nur, in, Entschuldigung, es sind ja sogar die Himmelsrichtungen. genau, und Nicht darauf nur, wollte ich es noch ist der hinaus. Westen. Ja, es Im ist. Biblischen ist es nämlich Ja. so, da wird für den Tempel ganz klar gesagt, der Westen ist das Allerheiligste und vom Osten her kommt man rein. Also genau umgekehrt, wie das auch in den Kirchen, in den Synagogen, in den Moscheen heutzutage und auch schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gemacht wird. Es wurde also komplett umgedreht. Auf die Thematik können wir jetzt hier nicht weiter eingehen, aber es ist jedenfalls in der Bibel so, dass J ganz eindeutig zur rechten Seite und zum Süden gehört, zur Seite der Sonne, des Aktiven, zum Geistigen. Und die andere Seite ist der Norden, da wo die Sonne niemals steht, die linke Seite, das Materielle, das Dunkle, das passive Prinzip. Und das wiederum würde dann ja auch zur Zuordnung von Sonne und Mond auf den Tafeln passen. Also Sonne ist eigentlich immer rechts, soweit ich das in Erinnerung habe, und Mond immer links. Da wird es auch irgendwo mal eine Vertauschung gegeben haben bei der einen oder anderen Tafel, aber im Großen und Ganzen ist das relativ einheitlich. Und bei den Säulen ist es eben dann vertauscht. Ja, und es ist Aber tatsächlich, ja, bitte, Entschuldigung. ich wollte ja jetzt auf deine Frage noch antworten, warum es vielleicht sinnvoll sein kann, dass unten alles vertauscht ist. Wenn also auch die Säulen so vertauscht sind, dass also dann rechts B und links J ist, dann könnte man sagen, dass einfach unterhalb dieses Abyss, in dieser Welt der Maya, in dieser Welt der Illusion, die hier quasi uns vorgegaukelt wird, alles wie spiegelverkehrt ist. Dass man also, wenn man gerade auf dem Aufstieg sich befindet, von unten erstmal losgeht und die Freimaurerei geht ja davon aus, man ist hier in die Materie geworfen, man beginnt in der Materie und soll sich hoch zum Licht oder hin in Richtung des Lichtes nach oben vorarbeiten. Also da geht es weniger jetzt, zumindest wenn man jetzt mal so die klassische Aufgabe, die dann an den einzelnen Kandidaten herangetragen wird, geht es jetzt nicht darum, den Schöpfungsprozess von Anfang an nachzuvollziehen. Natürlich, den kann man auch da drin sehen, im Ritual und sowas, aber das sind jetzt auch wieder andere Feinheiten. Ich würde schon grundsätzlich sagen, geht es darum, den Menschen, wie er eben in die Materie geworfen ist, aus dieser Materie wieder zu befreien und immer mehr in Richtung die höheren Sphären zu bringen. Also ist es schon erstmal sinnvoll, sich diese Tafel vor allem von unten ausgehend anzuschauen und nicht von oben anfangend. Und von unten ausgehend könnte man dann eben sagen, hier sind wir noch in der spiegelverkehrten Welt. Und deswegen ist dann auch alles spiegelverkehrt. Und wenn man dann diesen Abyss, was hier mit dem Lineal, also mit dem Maßstab angedeutet ist, erreicht, kommt es halt wie zu so einer plötzlichen Vertauschung des Ganzen. Und oben ist dann eben wieder rechts, wo auch wirklich rechts ist und links, wo auch wirklich links ist. So in dem Sinne könnte man diese Vertauschung auch
der Symbole, die ich da eben angesprochen habe, mit der Winkelwaage und dem Senkblatt und so, erklären. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass du in unserem Gespräch auch noch eine andere Idee hattest, nämlich wie rum man sich hinstellt, also ob man sozusagen den Lebensbaum im Rücken hat oder vor sich hat. Das würde ja dann auch noch mal eine Erklärung dafür geben, wo auf welcher Seite das ist. Aber interessant ist aber auf jeden Fall, dass es zu dieser Spiegelung kommt an der Ebene des Abyss beziehungsweise des 24-zölligen Maßstabes, der ja wiederum als Symbol für die Zeiteinteilung steht, und zwar in dem Falle eben die weltliche Zeit, 24 Stunden am Tag. Und alles, was darüber kommt, ist ja dann so die jenseitige Zeit oder die transzendente Zeit, die eben nicht mehr nach diesen Oder die zeitlos, also physikalischen oder gar auch die keine Zeitlosigkeit, wie auch immer man das nennen will. Ja, das endet vielleicht auch die Zeit dort an der Stelle. Genau. Okay, ich möchte mal nochmal über den Arbeitsteppich laufen, visuell jetzt sozusagen. Malkuth steht für sich. Jetzt wäre es ja auch eine Option zu sagen, die liegt außerhalb des Teppichs. Das heißt, wenn derjenige, der jetzt an den Teppich herantritt, also noch am Rand des Teppichs davor steht, der Arbeitstafel, steht er in dieser untersten materiellen Welt. Das würde für mich vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen. Das passt dann auch besser zu dem, was ich zu dem Fundament gesagt habe und so, dass dann Yesod das gesamte unterhalb des musivischen Fußbodens ist, genau. Genau. Jetzt überquert man diese Tafel. Da gibt es auch bestimmte Schritte, die wir jetzt hier eben nicht zeigen werden. Aber Freimaurer, die die Initiationen kennen, auch der darauffolgenden Grade wissen, dass diese Schritte auch nicht willkürlich gewählt sind, sondern einem dann auch genau erklärt werden, dahin, dorthin, dahin. Was mir wieder nun augenscheinlich ganz klar anzeigt, dass man von bestimmten Sephiroth zu einem anderen Sephiroth läuft halt, ne? Und nicht irgendwie willkürlich da drüber läuft. Wie sollte denn der Lehrling, der neu in die Maurerei aufgenommen wurde und jetzt doch nach mehr sucht, nach der IKEA-Schrank-Bauanleitung sucht, auch wenn ihm davon abgeraten wird, wie sollte er sich denn auf diesem Teppich virtuell bewegen? Welches Sephiroth sollte er denn ansteuern? Von unten nach oben gesehen. Was macht Sinn? Das ist jetzt auch wieder eine schwierige Frage. Also zuerst mal zu irgendwelchen Schritten, die man über den Teppich macht, sei vielleicht mal das ein bisschen entschärft, ob das jetzt wirklich um die Sephirot geht, die man dann genau verbindet mit den Schritten, oder ob es nicht eher um die Himmelsrichtung geht, die ja auch schon eine Symbolik in sich tragen. Da könnte man sich streiten, sage ich mal. Aber mehr müssen wir dazu jetzt auch nicht sagen. Das machen wir Was ist... außerhalb des Videos, streiten wir uns dann nochmal. Genau. Ja, also was jetzt die Sphirot angeht, das ist wieder das Hauptproblem der ganzen Tafel, dass es eben nicht ganz eindeutig ist, welche jetzt wie zugeordnet ist, ob da jetzt unten diese Vertauschung stattgefunden hat oder nicht und inwiefern dann das eine Werkzeug zum Beispiel für jetzt Netzach steht oder doch für Hoth oder sowas, das ist eben nicht ganz so klar. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Freimaurerei jetzt wirklich das beste Werkzeug ist, um sich intensiv mit den einzelnen Sphirot zu beschäftigen. Ich glaube eher, dass es darum geht, überhaupt dieses Grundkonzept dieses Lebensbaumes und eben alles, was damit einhergeht, dass das den Leuten dadurch nahe oder den Brüdern näher gebracht wird, dass halt die Grundform dieser Tafel dem entspricht. Deswegen finde ich es gar nicht so wichtig, was jetzt wo steht von den Symbolen, um jetzt diesen Bezug zum Lebensbaum zu haben, als einfach die Tatsache, dass es eben in dieser Form angeordnet ist. Also nur als Beispiel, um das ein bisschen zu erläutern, was ich meine, auf den Tarotkarten, den klassischen, so sagen wir mal, ab dem Rider-Waite und dann auch bei Crowley und so, wenn man da die kleineren Arkana anguckt, also nicht die bekannten 22, sondern die ganzen Karten zu den Zahlen und sowas, die 10 der Münzen oder sowas, da sind auch die 10 Münzen dann in Form dieses kabbalistischen Sephirot-Baums angeordnet, aber jedes ist einfach eine Münze. Also da geht es auch nicht um die einzelnen Münzen, die dann für die einzelnen Sephirot genau irgendwas repräsentieren, sondern es geht da auch nur ums Gesamtschema. Und so sehe ich auch eher die Form von der Arbeitstafel. Allerdings, ein Aspekt kommt mir dann doch noch in den Sinn. Und das führt dann auch so ein bisschen jetzt noch mehr in Richtung dieses Praktischen, wie man dann überhaupt praktisch mit diesem Lebensbaum arbeiten kann.
Denn so wie er erstmal ganz nüchtern gegeben wird, mit allen Details, mit den genauen Namensbezeichnungen, mit den Pfaden, die dann von da nach da führen, wo auch noch die Buchstaben dabei stehen, wie die genannt werden, womöglich sogar noch die Tarotkarten irgendwie dazu genannt werden. Das ist dann halt schon sehr komplex. Da ist dann alles gleich gewichtet, könnte man sagen. Zu jeder Sphira, zu jedem Pfad ist dann ein gleicher Anteil an Informationen und alles ist einfach wie so eine ganz neutrale Landkarte, könnte man sagen. Es gibt dann aber auch solche Sachen wie eben diese Arbeitstafeln oder auch das, was ich hier bei mir im Hintergrund habe. Man sieht es nicht so richtig, ist wahrscheinlich das, was auf die Tafel gezeichnet ist. Das ist im Prinzip auch genau dasselbe. Man könnte auch sagen, eine Arbeitstafel, die auch den kabbalistischen Sphirot-Baum als Grundlage hat. Nun, wenn man aber sowas speziell für einen bestimmten Zweck sich konstruiert, dann muss man eben nicht mehr alles genau gleich, sagen wir mal, neutral verteilt und mit gleich vielen Details darstellen, sondern da kann man den Bereich, den man besonders bearbeiten will, eben viel detaillierter zeichnen und die anderen dann ein bisschen mehr in den Hintergrund treten lassen. Also vielleicht mit dem Vergleich mit der Landkarte, anstatt einfach nur eine ganz neutrale, perfekt maßstabgetreue Karte vom Straßennetz von meiner Heimatstadt zu haben, könnte ich mir auch irgendwie so eine handgemalte Karte der Altstadt, wo die Sehenswürdigkeiten besonders groß dargestellt sind, damit man immer genau weiß, wo man noch hin will und sowas. Das wäre so ein Beispiel, so würde ich jetzt ungefähr so den Arbeitsteppich der Freimaurer deuten, dass da der Fokus eben auf bestimmten Abteilungen oder bestimmten Bereichen dieses Lebensbaums liegt. Und da würde ich eben sagen, ganz klar, dieser mittlere Bereich mit den Werkzeugen, weil da eben auch gerade die Freimaurersymbolik am stärksten mitschwingt. Und natürlich auch noch der untere Bereich im Sinne von der Tempelbausymbolik. Also das ist ja auch was, was ganz klar mit dem Bauen zu tun hat. Dagegen alles ganz oben über dem Maßstab, also die Symbole der Sterne, der Himmelslichter, der Sonne und Mond, das hat ja auf den ersten Blick erstmal gar nichts jetzt mit Freimaurern im ganz physischen Beruf zu tun, also mit den Steinmetzen. Natürlich indirekt dann irgendwie schon vielleicht, aber auf den ersten Blick ist es noch am weitesten entfernt von der ganzen Symbolik, während bei den Symbolen, die Säulen und der Boden vom Tempel, da ist es ganz klar, hat halt mit dem Tempel Salomos zu tun. Bei den Werkzeugen ist auch klar, ja, das ist halt das Maurerhandwerk oder Steinmetzhandwerk. Und deswegen würde ich sagen, dass da auch der Fokus drauf liegt. Also gerade auf diesem Bereich der 7 Tage, also der 7 unteren Sphirot und vielleicht insbesondere sogar bei diesen mittleren, wo halt dann Winkelmaß und Zirkel auch angesiedelt sind. Zumindest im Optimum, ob das dann de facto umgesetzt wird in den heutigen Logen, das sei mal dahingestellt. Das mag auch jede Loge oder muss man für jede Loge eigentlich eh einzeln betrachten und muss auch jeder selber für sich herausfinden, wie viel ihm das da was gibt. Aber grundsätzlich die Idee, denke ich, ist gerade diese unteren 7 Sphirot besonders zu bearbeiten. Das war jetzt keine wirkliche Antwort auf deine Frage, Ja, aber das war okay. jetzt Ich mal so überlege konkret. gerade nur. Man muss ja auch nicht immer jede Frage ergiebigst beantworten. Das ist ja auch gerade auch was mit Assoziationen zu tun. Ich möchte trotzdem gerne nochmal einen Aspekt reinbringen zusätzlich. Also eine Sache einfach nochmal kurz gezeigt, wieder aus diesem Arbeitstafelbuch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Also es gibt tatsächlich sogar Arbeitstafeln, Alter, wo eindeutig sogar Baum der Erkenntnis mit als Baum irgendwie mit drauf ist. Das ist jetzt zwar der Baum wieder der Erkenntnis offensichtlich, weil ja dann hier Adam und Eva und die Schlange zu sehen sind, aber es gibt auch noch andere Darstellungen, wo auch ein Baum zu sehen ist und so weiter. Dann gibt es ja auch im Meistergrad eine bestimmte Pflanze, die da eine Rolle spielt, die auch als Symbol des ewigen Lebens gilt. Zwar nicht als Baum vorkommt, sondern nur als Zweig. Ich muss jetzt ein bisschen verklausulieren. Wer weiß, wovon ich rede, wird das schnell verstehen. Und jetzt kommt aber noch ein ketzerischer Gedanke. Da will ich dich auch nochmal zu deiner Meinung fragen. Also in dieser sehr geläufigen Anordnung, von der wir jetzt auch hier reden, die auch in vielen Varianten immer wieder vorkommt, in den Arbeitstafeln, da wo Dat sein müsste, ist das Pentagramm. So, oder auch Winkel und Zirkel. Also das variiert manchmal. Aber oft ist es auch tatsächlich der flammende Stern, der dort steht. Und das ist ja nun mal der flammende Stern, dieses Pentagramm ist ja nun mal jetzt auch sozusagen die Weisheit oder das Wissen, aber Wissen. das nicht die Weisheit, Entschuldigung, das Wissen. Und das wird ja eigentlich immer mit diesem luziferischen Gedanken verbunden.
Und dort liegt auch der Abyss, dort ist auch sozusagen die Grenze zur diesseitigen Welt. Also hätte man hier wieder einen Verweis auf diese Demiurgen-Idee. Man sagt, der obere Bereich ist sozusagen vom eigentlichen Ersten entstanden. Und dann kommt dieser zweite Schöpfer, der das ganze andere schöpft. Ja, schwierig. Also gerade weil die ganze Da'as-Thematik ganz anders im Jüdischen aufgefasst wird, als sie dann in der Golden Dawn und Crowley-Tradition ist. Also bei Crowley und so ist Da'as ja wirklich fast komplett negativ. Es wird immer so als die böse oder gefährliche Sphäre bezeichnet. Das ist im Jüdischen, zumindest so wie ich es kenne, nicht so. Also gerade so in der Chabad-Tradition, die heutzutage so die noch am ehesten zugängliche chassidische Tradition ist, also für Nicht-Chassidim zugängliche, da ist, wie der Name schon sagt, Chochma Bina Da'as, also Chabad ist die Abkürzung für Chochma Bina und Da'as. Da werden also gerade diese als die drei höchsten Sphirot bezeichnet, weil gesagt wird, Keter ist zwar eigentlich die höchste, aber sie ist so ungreifbar und unbeschreibbar, dass es keinen Sinn hat, da irgendwie drüber zu reden. Und deswegen wird dann quasi die niedere Abschattung oder die niedere Spiegelung von Keter als Da'as bezeichnet. Und ja, kann man so sehen. Also auch Baphomet also von Eliphas Levi, dieser Baphomet hat ja auch das Pentagramm auf der Stirn. Das passt ja auch irgendwie zu Da'as, also da das Denkerische, das Wissen, wo das Wissen sich ansammelt, vermeintlich, man es irgendwie an sich raffen kann, immer mehr sich erkämpfen kann. Das birgt natürlich auch Gefahren. Also kann man auch immer diese negative Komponente sehen. Aber darauf würde ich es auf keinen Fall beschränken. Also Da'as ist auch einfach. Manchmal wird es auch so gedeutet, es ist zwar keine eigene Sphira, aber es ist quasi der Schnittpunkt von allen Verbindungslinien der anderen. Also etwas, was sich einfach ergibt aus der Gesamtharmonie. Und zwar hat es keine eigene Substanz wie die anderen, also es ist keine eigene Emanation, sondern eher so dann die Harmonie, die sich eben aus dem Ganzen ergibt. Einfach so, wie man so sagt, die Summe ist mehr als, nee, wie heißt es? Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, so ungefähr. So in dem Sinne könnte man es auch deuten. Dann ist also eher so Es die ist Kirsche auf der keine Torte. echte Sephira, es ist eine Scheinsephira, wird es doch auch genannt, oder? Eigentlich gibt Genau, es das die meine ich. Zehn und die ist sozusagen so wie ein anscheinend, wie eine Fata Morgana, die ist da und gleichzeitig nicht da. Und liegt dann ja auch noch, wenn man jetzt die Verbindungslinien sehen würde, liegt sie ja auch noch mal in einem Pentagramm, also bloß eben im Umgekehrten. Also, ja. Naja, genau, deswegen ist ja auch auf manchen Arbeitstafeln das andersrum. Da passt es dann wirklich perfekt in diese Linien vom echten Sephirot-Baum. Wobei dann bei diesen Arbeitstafeln andere Sachen wieder ein bisschen verrutscht sind. Also ich habe noch keine Arbeitstafel gesehen, die wirklich ganz perfekt dieses Schema irgendwie darstellt. Da ist wirklich diese von AF und AM noch die, dem am nächsten kommt, aber. Warum gerade AF und AM ist die große Frage. Du hast mich das im Vorfeld ja auch schon gefragt, im Vorgespräch zu diesem Video. Leider ist der letzte Bruder, mit dem ich noch die große Freude hatte zu reden, der also damals beteiligt war, Rolf Appelt, ja, der damals beteiligt war noch an der Entstehung des AFAM-Rituals und dem Entwurf des dazugehörigen Teppichs oder Arbeitstafel. Ist ja nun leider auch nicht mehr am Leben, schon seit ein paar Jahren. Ich meine, er ist sehr alt geworden, 99, wenn ich mich richtig erinnere, aber leider habe ich ihn damals niemals danach fragen können. Naja, er hat das Geheimnis wahrscheinlich mit ins Grab genommen, oder er war ja auch Schriftsteller und hat viele Bücher geschrieben, vielleicht steht es in einem seiner Bücher oder seiner Briefe. Ja, sehen, irgendein Forscher wird es herausfinden. Tja, was mir eben noch eingefallen ist, vielleicht zu der Thematik, das ist auch eine Symbolik, die nicht nur jetzt auf dieser Arbeitstafel vertreten ist, sondern eigentlich auf jeder oder zumindest auf den deutschsprachigen, im deutschsprachigen Raum, dass eben oben dieses Band ist mit der Symbolik der Unendlichkeit als Knoten und unten eben dieser mosaikhafte Fußboden. Und ich habe schon gesagt, das Unendlichkeitssymbol passt gut zu diesem Begriff Ein Sof, was eben oft mit Keter assoziiert ist. Und ein weiterer Aspekt ist, dass der Name Gottes oder ein sehr häufig benutzter Name Gottes, so in der Überlieferung, also auch in der Kabbala dann ganz konkret, auf Deutsch übersetzt meist sowas wie der Heilige, gelobt sei er. Das wirkt dann immer komisch, auf Hebräisch halt Kadosh Baruch Hu oder Kudosh Buruchi. Das sind eigentlich diese zwei Begriffe, heilig und gelobt.
die werden da in einem zusammengeführt. Und da wird dann so ausgedeutet, Kadosch, heilig heißt hier im Materiellen vorhanden. Also gesegnet ist jemand, der wirklich auch materiell gesegnet ist. Also gesegnet ist niemand, der nur irgendwie geistig sich super fühlt. Gesegnet heißt, dass es sich bis ins Materielle hinein niederspiegelt. Das wird dann so gedeutet, weil das Wort für segnen, Barach, mit den Zeichen Bet, Resch und Kaf immer eine 2 hat. Also Bet ist die 2, Resch ist die 200 und Kaf ist die 20. Also es hat die Zweiheit auf allen Ebenen, auf den Zehnern, den Einern und den Hundertern. Und deswegen ist Segnen, also das, was hier in dieser Welt der Zweiheit auch wirklich vorhanden ist, anwesend ist. Deswegen ist der Gesegnete als Name für Gott, Gott in seiner Immanenz. Und ich habe, glaube ich, gerade durcheinander gebracht, also gesegnet, Barach, das ist der Immanente. Kadosch, heilig dagegen ist genau das Gegenteil. Heilig heißt immer abgesondert, also etwas, was aus dem Profanen abgesondert ist für heilige Zwecke. Das ist immer dann auch, da ist eine ganz strikte Grenze gezogen von dem Profanen zum Heiligen. Und deswegen wird dann gesagt, der Heilige, gelobt sei er, ist eben der alles Umfassende und alles Durchdringende gleichzeitig, also der Transzendente und Immanente. Und jetzt bei dieser Arbeitstafel sehen wir eben wunderbar, dass oben das Vereinigungsband oder die Knotenschnur oder wie man es nennen will, über alles sich drüber zieht. Also du hast ja auch eben schon gesagt, es senkt sich auch bis hinab hinein in die unteren Bereiche. Das ist so eigentlich auch wie ein weiterer Rahmen um das Ganze. Es ist also Gott in seinem Aspekt des alles Umfassenden oder eben in seinem transzendenten Aspekt. Und unten, die unterste Sphira, wird ja auch manchmal Schrina genannt. Also nicht immer nur Malchut, sondern Schrina. Und Schrina heißt Einwohnung. Das ist die Einwohnung Gottes, ein weibliches Wort und wird auch ganz ausdrücklich als die weibliche Seite Gottes, manchmal sogar als die Witwe Gottes bezeichnet. Also die weibliche Seite, die hier im Materiellen überall anwesend ist und gewissermaßen verwitwet ist, weil sie eben die Verbindung nicht in jedem Wesen hat zu der Quelle im Transzendenten. Und in diesem Sinne sehe ich auf der Arbeitstafel eigentlich auch genau das repräsentiert, als das Pflaster unten, das, was eigentlich alles, hier die ganze Welt repräsentiert, alles durchdringt. Aber auch das ist ein Aspekt Gottes, eben der immanente Aspekt. Und oben das Vereinigungsband, was sich um alles herumschlingt, alles auch zu einer Einheit dadurch zusammenfasst, aber eben von außen her, ist eben der alles umfassende Aspekt. Also der männliche Aspekt, wenn man so will. Also da ist oben, ganz oben das Männliche, ganz unten das Weibliche Gottes und diese Dynamik, dass beides eigentlich zusammen will, zusammengehört, ergibt dann eben dieses Spannungsverhältnis, in dem sich die ganze Schöpfung befindet. Und ja, das finde ich eigentlich, sieht man auch noch ganz gut auf diesen Arbeitstafeln. Und wo sind die Transgender-Symbole? Gut, okay. Die Plus ist ja mittendrin, also Winkelmaß und Zirkel ist ja auch männlich und weiblich vereint, also und nicht Transgender, aber Hermaphrodit zumindest, ja. Naja, oder Ursprung eben. Ne? Also wenn man jetzt mal wieder ernsthaft an die Bibel rangeht, dann schafft Gott ja den Menschen als Mann und Weib, bevor Eva geschaffen wird. So heißt es ja in der Bibel. Also die Stelle ist ja, Gott schafft den Menschen nach seinem Bilde als Mann und Frau oder als männlich und weiblich. Nur, dass dort ja noch gar nicht Eva da ist, sondern der Urmensch, also Urmensch, der Adam Kadmon, also der erste Mensch, der hat noch beides in sich. Und er hat dann eigentlich erst getrennt. Und warum? Weil er nicht mit Tieren rummachen wollte. So steht es in der Bibel. Gott bringt ja erstmal alle möglichen Tiere und sagt: Hier, du bist einsam, brauchst einen Partner, wie wär's damit, wie wär's damit? Und dann sagen wir: Nein, das will ich alles nicht. Und dann sagt Gott: Okay, dann Narkose, jetzt nehme ich die Hälfte von dir ab und da mache ich noch einen eigenen Mensch draus und dann seid ihr zwei und dann seid ihr Mann und Frau. Gut, du hast also eine sehr wohlwollende Deutung für Adam, dass er nicht mit Tieren rummachen wollte und deswegen die Frau bekommen hat. Bei der jüdischen Überlieferung ist es Von genau sich selbst, umgekehrt. von sich selbst. Ach so, er wollte. Ja, erzähl mal. Ja. Er hat, ja, da wird gesagt, er hat mit den Tieren Unzucht getrieben, indem er ihnen Namen gegeben hat. Also das Namen geben wird als Unzucht gedeutet, weil er die Tiere quasi nur ihrer Nützlichkeit halber in Kategorien eingeteilt hat. Hier, du bist mein Wollelieferant, deswegen nenne ich dich jetzt Schaf. Und du bist mein, keine Ahnung, meine Kraft für die Erdbodenbearbeitung, deswegen nenne ich dich jetzt Stier, so ungefähr. Und das wird eben als Unzucht bezeichnet, weil er aus dem Kontext des Ganzen die Tiere rausreißt, also die Beziehung zu den Tieren
einseitig macht oder eben nur auf eine bestimmte Funktion beschränkt, sie eben nur für seinen Nutzen irgendwie benutzt, missbraucht, könnte man sagen. Und deswegen wird gesagt, er hat Unzucht mit den Tieren getrieben. Ah, okay, ich bin nicht so bibelfest wie du. Ich habe es nämlich anders in Erinnerung, aber ich werde dann auch sofort meine Hausaufgaben machen und nochmal nachlesen. Naja, das steht ja auch nicht in der Bibel so drin. Das ist Aber doch, nur. in der Bibel, Moment, in der Bibel gibt es ja an der Stelle, gibt es diese Passage, wo Gott, also das ist jetzt, wie ich es anders in Erinnerung habe, wo Gott zu Adam sagt, benenne die Tiere, gib den Namen. Aber Ja, das das schon, das klar, das steht drin und er gibt ihm dann auch Namen, aber er in der Überlieferung wird dann halt noch ausgeführt. Da wird halt gesagt, er hat ihnen also nur Namen gegeben, er ist aber nicht mit ihnen ins Gespräch, in Austausch gekommen. Und das war aber eigentlich der Wille Gottes oder der Wunsch Gottes. Deswegen hat er ihm dann am Ende, also hat Gott am Ende Adam einfach seine eigene Seite ihm entrissen und ihm gegenübergestellt als das Weib. Und das war dann eben die Möglichkeit, dass er mit dem Weib ins Gespräch kommt. Und so beginnt überhaupt erst der Mensch ins Gespräch mit seiner Umwelt zu kommen. Und am Ende soll er über das Gespräch oder den Austausch mit seiner Umwelt eben zum Austausch mit dem Göttlichen kommen. Bis dann irgendwann auch das schweigt und nur noch Stille ist. Und dann ist wirklich Adam Adam, denn der Name Adam heißt, ich gleiche und ich schweige. Also Anidome kann man sagen. Adam ist eine Abkürzung für Anidome. Das kann man als ich schweige oder ich gleiche übersetzen. Aber jetzt ja, ein bisschen weggekommen von dem sind wir Freimaurerthema, abgeschweift. aber egal, macht nichts. War trotzdem, glaube ich, für viele ganz spannend. Vorschlag: Wollen wir es mit der Freimaurerei, Arbeitstafel, Lebensbaum, Geschichte dabei belassen oder gibt es noch was Wichtiges, was du hier noch Sure. anfügen wolltest? Also, wenn du jetzt nichts Konkretes mehr hast, ich könnte jetzt nichts Substanzvolles oder zumindest nicht mehr besonders Substanzvolles beitragen. Ich könnte noch so Kleinigkeiten anmerken, wie das Senkblei ist ganz interessant. In der Bibel kommt es nämlich auch vor. Anach heißt es da. Und in gewissem Sinne ist das Wort für ich in der Bibel oder ein Wort für ich, nicht das, also das seltenere Wort für ich, Anoichi. Zum Beispiel, wenn Gott die 10 Gebote gibt, die sogenannten, da sagt er am Anfang, Anochi, Adonai Elohechem und so weiter. Ich bin der ewige, euer Gott. Und da Kenne dieses Ich ist eben Anochi. Und Anochi könnte man auch als Anchi lesen. Es ist dann einfach mein Senkblei. Also das Ich ist mein Senkblei. Das ist das, was in mir diese Gradlinigkeit oder gerade Aufrichtigkeit hervorruft oder misst, ob die Aufrichtigkeit da ist oder nicht. Das fällt mir jetzt noch so ein. Der Hammer wäre ganz klassischerweise mit den Makkabäern und mit dem Chanukka-Fest assoziiert, weil die Makkabäer, der Name heißt Hammer. Also der Name Makkabi, oder kann man zumindest ableiten von dem Wort für Hammer, Makkava. Tja, ansonsten, die Kelle Ansonsten. kommt auch irgendwo mal vor in der Bibel, aber habe ich jetzt die Stelle nicht genau parat. Und die Wasserwaage fällt mir jetzt gar keine Stelle ein, ob die jemals vorkommt. Die Wasserwaage gibt es bei Affam nicht. Die gibt es, glaube ich, Ja, oder nur Winkelwagen. im FO oder so. Also ja, interessanterweise gibt es in bestimmten Lehrarten auch manche Symbole quasi wie doppelt. Also dass dann einmal diese Waage und einmal jene Waage da ist. Aber das geht jetzt auch schon wieder zu weit. Wir wollen ja hier nicht spoilern. Wir wollen ja nicht unsere Eide verletzen und unsere Schwüre und unsere Schweigsamkeit. Wie war das Wort für ich schweige nochmal? Adam, Anidome. Anidome. Okay. Gut, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich. Belassen wir es an der Stelle erstmal dabei Ja, und würde ich auch gehen sagen. zurück in wieder ein nächstes Thema im nächsten Video, wo es dann wieder nur um den Lebensbaum in dem Sinne geht, vielleicht um die Pfadarbeit oder eins der anderen genannten Themen. Ja? Genau. Schau Okay. mal. Also, tschüss erstmal. Erstmal. Ich